Jetzt ist hier ein großes Loch. Bis vor kurzem gab es hier noch eine kleine Brücke, die von Privatleuten errichtet, sicher noch nie den Anforderungen des deutschen Baurechtes entsprochen hatte. Trotzdem hatten viele Ebendorfer sie benutzt, denn sie war die einzige Verbindung zwischen der Mühlenbreite und dem Mühlenfeld. Jetzt wird die Gemeinde in 3 Monaten Bauzeit für 60.000 Euro eine Fertigteilbrücke aufstellen lassen, auf der sich Fußgänger, Radfahrer und Kinderwagenschieber gefahrlos begegnen können. Dabei ist die Stelle für die neue Brücke durch die Trampelpfade der Anwohner festgelegt worden. Und das ist der erste Punkt, um hier für die Anwohner, für Fußgänger, Radfahrer, denn auch ein System zu schaffen mit Weg und mit vielleicht Spielflächen dabei. Aber darüber muss der Ortschaftsrat erst noch beraten und entscheiden und wird dann irgendwie sukzessive in den folgenden Jahren die finanzielle Absicherung erfolgen. Dieses Wegekonzept, für dessen Umsetzung dann die finanziellen Mittel bereitgestellt werden, muss jetzt erarbeitet und durch die demokratischen Gremien bestätigt werden. Jetzt erst einmal der offizielle Spatenstich und das Versprechen von Bürgermeister Keindorf, die Einweihung der Brücke passend zum Winterwetter im November mit Glühwein zu begießen.